Und als nächstes auf der Bühne will ich einen von Mitorganisatoren und einen weiteren Kollegen von mir begrüßen. Michael Peters ist Leiter bei Code for Germany und der OKFN-Beteiligung an OGP. Und er arbeitet an der Schnittstelle von Zivilgesellschaft und Verwaltung, Rahmengesetzgebung und Technologie. Und ich bin ganz gespannt, was er uns erzählt. Ja, vielen Dank. Ich muss das jetzt hier nochmal einmal starten, glaube ich. Vollbildmodus, das klingt doch gut. Kommt das jetzt auch auf dem Bildschirm? Die Maus ist da. Hannes ist gerade wieder weggegangen, scheinbar. Können wir da hinten einmal nochmal mitgucken? Ja, okay, wunderbar. Ja, ich kann ja schon mal dazu erzählen. Also genau, ich bin Michael. Ich arbeite jetzt seit 3 Jahren bei der Open Knowledge Foundation und bin da eben auch Projektleiter für Code for Germany und war vor 3 Jahren auch schon, oder vor 2,5 Jahren sozusagen, im Februar 2017 war ich damals auch schon beim ersten Forum Offene Stadt, damals noch draußen im Eingangsbereich und fand das damals schon super spannend und freue mich dann auch jetzt wieder hier zu sein und habe eben, wie Katharina gerade schon gesagt hat, auch in den letzten 6 Monaten eben gemeinsam mit Hannes von der Körperstiftung, gemeinsam mit Code for Hamburg hier die Konferenz organisiert und geplant und eben auch das Programm größtenteils mitgeplant. Ja, wunderbar. Genau, ich bin jetzt hier in der Rolle, dass ich euch ein bisschen was von Code for Germany erzähle. Und Code for Germany passt, glaube ich, ganz gut hier rein, weil das von dem, was beim Barcamp gerade so passiert ist, ganz viele Beispiele sind aus dem Kontext unserer Code for Germany Community. Es gibt es schon seit 5 Jahren. Und deswegen heißt das Ding auch 5 Jahre Code for, 5 Jahre digitales Ehrenamt. Ich will ein bisschen darauf eingehen, was digitales Ehrenamt eigentlich ist und warum wir da in Deutschland vielleicht auch mehr für brauchen. Aber jetzt erstmal zurück. Warum haben wir uns Gedanken gemacht über Code for Germany? Also die Ausgangsfrage war so ein bisschen, welche Möglichkeiten bieten offene Daten und neue Technologien für das gesellschaftliche Zusammenleben? Also dass irgendwie die Welt immer digitaler wird, das haben wir mitbekommen in den letzten 10, 15 Jahren. Und wir haben uns eben auch überlegt, wie kann die Gesellschaft eigentlich davon profitieren? Und wie können wir vielleicht das Know-how, was es in der Gesellschaft gibt, auch dafür nutzen, dass die Chancen der Digitalisierung wahrgenommen werden? Und in den USA gab es das damals schon, da gab es so ein Netzwerk, das hieß Code for America, also relativ ähnlich. Und da ging es darum, ehrenamtliche Menschen, die sich, die irgendwie technisch interessiert sind, zusammenzubringen und mit denen gemeinsam zu überlegen, wie man Werkzeuge, also analog als auch digital, Hardware als auch Software, entwickeln kann, die der Gesellschaft hilft. So, das klingt alles jetzt gerade wieder so ein bisschen abstrakt, deswegen werde ich euch auch gleich nochmal ein paar Beispiele zeigen. Aber das war so ein bisschen die Ausgangslage. Und damit haben wir dann angefangen und mittlerweile, jetzt zeige ich euch, gleich zeige ich euch, wie viele Labs wir in Deutschland haben. Und jetzt gehe ich aber nochmal ganz kurz auf den Grundsatz ein, der uns in vielen unseres Handelns leitet. Und zwar ist das Wissen ist Macht, offenes Wissen ist Ermächtigung. Die Idee ist da ganz klar, das, was wir vorhin auch schon relativ häufig gehört haben, dass man nicht nur einfach so Daten veröffentlichen kann und man nicht nur so einfach so Informationen bereitstellen kann und erwarten kann, dass dann damit alles getan ist. Sondern es geht um Zugang und es geht auch um zugängliches Machen von Informationen. Also nicht nur einfach Haushaltspläne veröffentlichen, sondern diese vielleicht auch gleich visualisieren, sodass man die auch verstehen kann. Und deswegen ist halt eines der zentralen Konzepte, mit dem wir uns auseinandersetzen, eben Open Data, offene Daten. Aber das ist ja tatsächlich heute Vormittag auch schon ein paar Mal häufiger angeklungen. Genau. Was ist Code for Germany? Also ich habe es vorhin schon gesagt, es ist ein Netzwerk und man sieht hier mal ganz gut auf dieser Karte, die wir unbedingt überarbeiten müssen vom Layout her, weil man sieht in den Ballungsräumen, bald ist es ganz schön, in NRW und in Bavü, mittlerweile 26 Labs. Labs ist Englisch für kurz für Labor, Labor quasi Experimentierraum. Open Knowledge Labs, kurz OK Labs, Open Knowledge, offenes Wissen, Open Knowledge Foundation, daher kommt das auch so ein bisschen. Und kurz halt OK Lab. Man weiß, glaube ich, so ein bisschen wie wenn die Oma bei Facebook ist, merkt man genauso, wenn so ein Begriff irgendwann ausgelutscht ist. Labs ist mittlerweile in jeder Ministeriumsausschreibung irgendwo erwähnt worden und dann denken wir uns, okay,
vielleicht ist es mit diesen Labs eigentlich gar nicht mehr so cool. Naja, wir haben halt schon 2013 irgendwie angefangen und jetzt ist das so. Genau, und wir sehen aber so ein bisschen, also von Chemnitz bis zum Niederrhein, von Ulm, München bis hoch in den Landkreis Schleswig-Flensburg sind wir da vertreten, arbeiten in ganz unterschiedlichen Themen und haben da über 500 Ehrenamtliche, die sich engagieren. Genau, und jetzt einfach mal direkt einsteigen in so ein paar Beispiele, damit man sich da ein bisschen was vorstellen kann. Wir haben vorhin hier schon in den ersten Barcamp-Session, werden gleich in der nächsten Barcamp-Session auch immer wieder Leute aus den Labs selbst und aus dem Lab-Umfeld irgendwie kennenlernen. Das hier ist ein Beispiel aus Berlin. Frau Günther hatte das vorhin schon mal gesagt, Baumkataster. Baumkataster hat eigentlich jede Stadt, muss auch jede Stadt führen und ja, muss sie aber nicht zwangsläufig digital führen und muss die Daten natürlich nicht zwangsläufig veröffentlichen. Machen sie aber nach und nach. Also sowohl Hamburg als Berlin haben das auch schon gemacht. Und ich bin mir sicher, dass es auch noch weitere Städte gibt in Deutschland, die das schon gemacht haben. Und hier ist ein Beispiel aus unserem Berliner Lab, die eben die Baumkarte in Berlin, das Baumkataster in Berlin visualisiert haben. Was dahinter läuft, ist OpenStreetMap. Das ist eine Infrastruktur für Karten, die aber eben offen ist, anders als Google Maps. Und die kann man nutzen, um dann auf dieser Karte Sachen zu visualisieren. So zum Beispiel alle Bäume in Berlin. Und die kann man halt dann zum Beispiel anklicken und sich herausfinden, okay, wie groß ist dieser Baum, was ist das für eine Art, was für einen Durchmesser hat der, wann wurde der gepflanzt, wie geht es diesem Baum. Und das ist natürlich schön, glaube ich, an diesem Beispiel wirklich auch für Bildung und gerade für Schule irgendwie ein ganz schönes Beispiel, was man halt nutzen kann, durchaus aber auch für Forschung. Interessant. Nächstes Beispiel, noch ein bisschen plakativer und auch noch genauso zentral, weil Trinkwasser haben wir überall in jeder Kommune, jeder 11.000 Kommunen stellt in irgendeiner Art und Weise Trinkwasser bereit. Okay, zugegebenermaßen, es gibt auch Städte, die das Trinkwasser schon komplett privatisiert haben, haben wir in Deutschland Gott sei Dank noch nicht so viel wie in anderen Ländern. Prinzipiell gibt es aber Daten über Trinkwasserversorgung. Und diese Daten kann man auch bekommen. Muss man sich nur für einsetzen und es ist auch nicht ganz so einfach. Dieses Beispiel ist noch in unserem Lab in Heilbronn, im Code for Heilbronn Lab, entstanden. Und die Daten stammen aber aus der, wir sehen es selber, Versorgungsgebiet der MIDEWA, Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland. Und die haben wir dazu bekommen, dass sie die Trinkwasserdaten veröffentlichen. So, und warum ist das überhaupt wichtig? Ich glaube, wir kennen das alle, ich weiß nicht, zumindest in unserem Umfeld, dass es irgendwie sehr viele Leute gibt, die noch so Wasserkisten nach Hause schleppen. Und da sind wir in Deutschland irgendwie große Wasserträger-Nation. Und manchmal ist es auch irgendwie auf darauf zurückzuführen, dass Leuten das vielleicht nicht schmeckt. Und manchmal ist es aber auch einfach, dass sie denken, okay, Trinkwasser aus dem Supermarkt ist einfach noch besser. Und hier gibt es halt die Möglichkeit, ja, an sich sich mal durch die Nährstoffe durchzuklicken und zu gucken, okay, wie ist das in meinem Leitungswasser im Vergleich zu den öffentlichen Grenzwerten? Und wie ist das im Vergleich zu herkömmlichem Mineralwasser aus dem Supermarkt? Und man sieht hier, es gibt dann so ein paar Marken, kann sich durchklicken und man sieht dann wiederum hier, wie viele von welchen, also gut, man sieht es nicht so richtig gut, hier ist gerade noch so ein roter Strich, das ist in der Auflösung jetzt nicht so ideal, aber dann sieht man, okay, wie viel, ist es genauso viel wie beim Grenzwert, ist da mehr oder weniger drin. Und das ist eine ganz, ganz sinnvolle Anwendung, finde ich. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht sonderlich viel Energie kostet. Also dieses Konzept einmal zu entwickeln war aufwendig. Und diese Webseite zu bauen war auch ein bisschen aufwendig. Aber wenn das einmal steht, ist es nicht so schwierig. Und sobald es einen Datenstandard dafür gäbe, könnten halt auch alle 11.000 Städte oder 11.000 Kommunen in Deutschland diese Daten veröffentlichen. Und dann könnten wir die auch in so einem Portal veröffentlichen. Und dann hätten alle Bürgerinnen und Bürger was davon und nicht nur die aus Lutherstadt Wittenberg. Genau, Problem da ist aber wirklich Standardisierung von Daten. Das ist heute schon immer wieder Thema gewesen. Und das ist etwas, worüber wir weiter sprechen müssen, woran wir weiter arbeiten müssen. Jetzt ein Hardware-Projekt und nicht mehr Software, also nicht nur Daten visualisieren, sondern tatsächlich auch etwas bauen. Luftdaten.info ist ein Projekt vom OK-Lab in Stuttgart. Wir wissen alle, dass es in Stuttgart, oder mittlerweile wissen wir alle, dass es in Stuttgart ziemlich hohe Feinstaubbelastung gab. Das ist an irgendeiner Stelle heute auch schon mal erwähnt worden, das Projekt. Die Idee damals war zu sagen, okay, wie können wir diesen Feinstaub eigentlich greifbarer machen? Wie können wir den messbar machen? Und dann hat man sich überlegt, dass man aus einfachen, ich glaube, ich habe noch ein Bild hier, ja genau, einen Feinstaubsensor bauen.
und den kann man sich wiederum ans Fenster hängen und der misst dann die Feinstaubbelastung außerhalb von der Wohnung oder außerhalb vom Arbeitsplatz, funkt die wiederum an den Server und zeigt uns dann hier, wie die Belastung ist. Und das Bild habe ich jetzt bis dato nicht dazu gemacht, aber das habe ich irgendwie am Dienstagnachmittag gemacht und das war so ein bisschen so Rush-Hour-Zeiten, da sieht man dann, je dunkler das wird, also je weniger grün es sozusagen ist, desto höher ist die Belastung. Und das ist tatsächlich etwas, was in Hamburg, das Code for Hamburg Lab, die auch die Konferenz hier mitorganisiert haben, ziemlich viel macht. Und in Hamburg hängen eine ganze Menge davon und die haben sich relativ viel damit auseinandergesetzt. Und wir haben auch da vorne eine Feinstaub-Virtual-Reality-Visualisierungsmöglichkeit. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Genau. Letztes Beispiel und auch nochmal der Hinweis, weil das heute Morgen schon so ein großes Thema war, das Transparenzportal in Hamburg. Da ist tatsächlich letztes Jahr hier beim Forum Offene Stadt, gab es ein Werkstattgespräch zum Transparenzportal mit Leuten eben aus der Community, mit Ehrenamtlichen und aber auch mit den Menschen aus der Verwaltung, die das betreiben. Die haben sich da vorne in einem der Feldräume, genau wie wir vorhin, länger da zu diesem Thema unterhalten und ausgetauscht und gesagt, okay, es wäre eigentlich wunderbar, wenn es sowas gäbe wie eine Community-Plattform, wo Leute diese Datensätze, die reingestellt werden, auch kommentieren können, wo ein Austausch stattfinden kann, genau wie das vorhin irgendwo aus dem Publikum kam, heute Vormittag, glaube ich, schon die Frage, na, eigentlich will ich doch nochmal sagen können, Moment, das Format ist blöd oder ich will nachfragen, was bedeutet denn eigentlich das und das und das hier. Und das ist was, was Code for Hamburg gebaut hat. Das nennt sich jetzt Community Forum. Das läuft seit kurzem, wird aber noch nicht, oder schon ein bisschen länger, aber es wird noch nicht offiziell eingebunden auf dem Transparenzportal. Also das ist tatsächlich eine der Sachen, mit denen man mit Herrn Schwill und Frau Günther nochmal drüber sprechen könnte, dass man eben, oder auch sollte, ich habe kurz mit Ihnen darüber gesprochen vorhin, dass wir das mittelfristig vielleicht auch einbinden, damit man eben auch ein bisschen mehr Interaktion bekommt auf solchen Webseiten. Genau, so, und jetzt gehe ich über, genau, liegt auch noch ganz gut in der Zeit, zu unseren Learnings, die wir haben aus den letzten 5 Jahren. Und zwar ist eines der Learnings, eines der zentralen Learnings, das erste, offene Daten sind der Grundstein der digitalen Infrastruktur. Ich glaube, da habe ich jetzt schon relativ lange drüber gesprochen. Ein Thema, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was aber absolutes Hype-Thema ist des letzten Jahres, ist künstliche Intelligenz. Alle lieben künstliche Intelligenz, alle wollen irgendwie künstliche Intelligenz in der Verwaltung machen. Und ja, da darf ich auch mal so ein bisschen fies sein vielleicht. So, da sind wir ganz schön weit von entfernt. Also da sind wir ganz schön weit von entfernt. Wenn wir es nicht schaffen, offene Daten standardisiert zu veröffentlichen, können wir auch keine künstliche Intelligenz machen. Und wenn wir dann irgendwann Algorithmen haben, die funktionieren, um irgendwelche Entscheidungen besser zu treffen, dann ist es extrem wichtig, dass die auf verlässlichen Daten dass die durch verlässliche Daten trainiert werden und diese verlässlichen Daten sollten dann auch aus den Kommunen, aus den Städten kommen, weil da halt wirklich dann auch Statistikämter dahinter stehen, die diese Daten eben auch die überprüfen und sichergehen, dass da auch, was da drin steht, auch wirklich sinnvolle Daten sind. Genau, und wenn man wirklich über Algorithmen sprechen will, dann sollte man die auch offenlegen, damit auch alle nachvollziehen können, wie die funktionieren, sonst sollte man das gar nicht machen, deswegen braucht es immer offene Algorithmen. Das zweite ist eines meiner absoluten Lieblingsbeispiele und das hat Frau Engmann heute Morgen auch schon ziemlich klar gemacht in ihrer Präsentation, dass Technologie keinen Selbstzweck hat. Also einfach nur irgendeine Technologie zu machen, weil es cool ist. Also es ist genau dasselbe. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon von Blockchain gehört haben. Ja, so ein bisschen so ein Nicken im Raum, ja, Blockchain, super, super cool. Ne? Kann man sicherlich für bestimmte Anwendungen irgendwie gut einsetzen. Und wird bei Bitcoin irgendwie auch eingesetzt, wunderbar. Aber es wird halt auch die GIZ und auch das BMZ macht irgendwie Veranstaltungen zu, wie Blockchain in der Entwicklungszusammenarbeit benutzt werden sollte. Das ist immer so ein Beispiel, wo ich dann denke, okay, Moment, so ist das jetzt zielführend? Wollt ihr einfach nur Blockchain machen, weil ihr Blockchain machen wollt? Oder wollt ihr vielleicht, habt ihr ein Problem und ihr geht vom Problem aus und überlegt euch dann, welche Technologie wir eigentlich haben wollen? Weitere Situation, wo man das immer wieder merkt, ist intelligentes Parkplatzmanagement. Also wir haben irgendwie tausende von Initiativen in Deutschland, die sagen, ja, wir wollen eine Smart City, wir brauchen intelligentes Parkleitsystem, damit alle Leute immer wissen, wo sie ihr Auto wann wo abstellen können. So, und da ist wieder die Idee, okay, Technologie ist Auto. Auto ist die Technologie, da wollen wir nicht von weg. Und dann überlegen wir uns, wir können die Technologie noch ein bisschen anpassen, damit wir Parkplätze optimieren können und dann können Leute besser parken. Das ist wunderbar, aber ist nicht die eigentliche Frage dann eher zu sagen, okay, Problem ist Verkehr,
Problem ist, wir wollen Menschen von A nach B bekommen. Das ist auch die Frage. Und dann ist die Frage zu sagen, okay, danach überlegt man sich, haben wir eine Technologie, die wir einsetzen wollen, dafür, um dieses Ziel zu erreichen? Ist die Technologie vielleicht Fahrrad? Ist die Technologie vielleicht Zug? Oder ist sie trotzdem Auto und man shared das Auto? Keine Ahnung, aber die Art und Weise, sich die Frage zu stellen, ist eine andere. Ne? Also lieber vom Problem ausgehen und nicht einfach nur zu sagen, okay, es gibt eine neue Technologie, die ist super cool, die wollen wir machen. Das ist eine Sache, die wir uns bei Code for Germany auf die Fahnen schreiben. Dritte Sache, es gibt fünf insgesamt, langer Atem, zahlt sich aus, insbesondere bei Verwaltung. Und zwar haben wir das gemerkt, am Anfang wollten uns ja ganz viele Verwaltungen gar keine offenen Daten geben. Mittlerweile kann das immer noch problematisch sein, kommt auch sehr auf die Stadt, auf das Land, auf den Bund an. Aber wir bekommen schon deutlich mehr offene Daten, da ist einiges passiert. Es gibt mittlerweile auch ein Open-Data-Gesetz auf Bundesebene. Da fehlt leider ein Anspruch auf offene Daten. Aber es soll jetzt auch eine zweite Variante kommen, vielleicht kommt dann was. Auf jeden Fall ist es total schön, weil wir gesehen haben, dass sich innerhalb der Verwaltung in Deutschland noch einiges tut. Und wir haben mittlerweile sehr viele Positivbeispiele. Heute hatten wir das Stadtlabor Köln hier. Es sind Leute vom Hackerspace in Moers hier. Wir haben, hören gleich noch mal was aus Ulm. Wir haben auch schon was aus Ulm gehört zum Verschwörhaus gleich. Und da sieht man Beispiele, wo Städte sich wirklich versuchen hinzusetzen und mit den Labs gemeinsam arbeiten. Das heißt, die Labs, die wir vorher hatten, wo ehrenamtliche Leute sich engagieren, und irgendwie versuchen, mit offenen Daten solche Visualisierungen zu bauen. Da kommen Leute aus der Stadt mittlerweile drauf zu. Es gibt Mitarbeiterinnen aus Städten, die solche Labs selber gegründet haben. Und es gibt eben auch Städte, die schon so weit gehen, dass sie eigenen Raum schaffen und eben Räume wie das Stadtlabor, den Hackerspace oder das Verschwörhaus bereitstellen, damit sich dort Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der Verwaltung, gemeinsam mit Politik Gedanken darüber machen können, wie sie ihre Stadt mit Hilfe von Digitalisierung zum Beispiel positiv beeinflussen können. Und eines der tollsten Beispiele, was langen Atem angeht, ist, dass wir tatsächlich mittlerweile, ich glaube, 6 Leute schon haben, die in Stadtverwaltungen arbeiten, die eigentlich aus dem Code for Germany-Netzwerk kommen. Sprich Leute, die damit gestartet sind, ihre Verwaltung zu ärgern, Daten von deren Webseite, aus deren PDFs rauszuholen und da immer wieder irgendwie den Finger in die Wunde zu legen. Da sind eben auch die Leute in den Verwaltungen mittlerweile auf den Sprung gekommen und gedacht, okay, vielleicht wollen wir ja, dass diese Leute für uns arbeiten. Und einer dieser Leute, die jetzt schon für die Stadt arbeiten, ist dann kurz nach mir dran, Stefan aus Ulm, der erzählt euch ja auch noch ein bisschen was. Absoluter Grundsatz, für Kooperation braucht es freie und offene Software. Warum? Ja, damit zusammengearbeitet werden kann, also damit wirklich bei uns auch einfach rein von der Logik her, wenn wir ein Lab haben in Hamburg und ein Lab haben in Stuttgart, dann können die viel einfacher zusammenarbeiten, wenn der Code, wenn der Quellcode offen ist. Das ist für uns aber auch ein absoluter Grundsatz für Kommunen, weil wenn Kommunen, so wie es im Moment ist, jeder ihre eigene Version von einem SAP-Buchhaltungssystem haben, dann führt das dazu, dass sie unterschiedliche Daten rausgeben und man Haushaltsdaten von Köln und Bonn nicht vergleichen kann. Und es führt aber auch dazu, dass sie alle ein Heidengeld in Software investieren. Und deswegen sind wir als Open Knowledge Foundation gemeinsam mit ganz vielen anderen Organisationen eben auch von dem Grundsatz Public Money, Public Code überzeugt. Wenn Geld in Software investiert wird, dann muss diese Software offen sein, damit man sie danach auch weiter benutzen kann. Und nur das ist auch ein effizienter Einsatz von Steuergeldern. Und das ist tatsächlich ein Argument, was eigentlich sonst überall zieht. Ne? Also das ist so von links nach rechts, Steuergelder müssen effizient eingesetzt werden, da sagt eigentlich nie jemand nein. Hier ganz kurzer Einblick nur nochmal, damit das alle mal gesehen haben. Das ist GitHub. So sieht es aus, so sehen Teile von Webseiten aus auf GitHub. Das ist ein Teil von der Code for Germany Seite. Genau. Und ja, letztlich, digitales Ehrenamt bedarf kontinuierlicher Förderung. Wir von Code for Germany haben eben schon seit über 5 Jahren jetzt digitales Ehrenamt vorangebracht. Das machen wir nicht alleine, da gibt es auch andere Projekte wie Jugendhakt, jetzt auch Correlate, ganz viele Projekte der Wikimedia, die sich alle zeigen, dass digitales Ehrenamt in Deutschland wichtig ist, weil eben viele Bereiche unseres Lebens immer digitaler werden und es auch da wichtig ist, sich ehrenamtlich zu engagieren, um die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern wahrzunehmen. Das muss eben auch von politischer Seite erkannt werden und da brauchen wir auch Förderung. Genau, nochmal auf den Punkt gebracht. Unser Verständnis auch von diesem Open Government, Bedürfnisse von Bürgerinnen in den Vordergrund stellen und gemeinsam Lösungswege identifizieren und umsetzen.
Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Open Data. Wir brauchen Datenstandards. Ohne Standards geht es einfach nicht. Wir setzen uns sehr stark für Public Money, Public Code ein. Wir brauchen Open Source Software. Digitales Lernen muss gefördert werden und es braucht diese Experimentierräume. Sobald es die Möglichkeit gibt, auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Städten und Verwaltungen offen zu sprechen und vielleicht sogar mal Sachen nur auszutesten, sogar mal Fehler zu machen und die zugeben zu dürfen, kommen wir dahin, dass wir auch wirklich eine produktive Fehlerkultur haben und darauf auch dann basierend Erfolge erzielen können. Genau, das war's von mir. Vielen herzlichen Dank. Noch kurzer Hinweis auf unsere Broschüre. Das ABC der Offenheit haben wir heute gelauncht als Open Knowledge Foundation gemeinsam mit Wikimedia Deutschland. Liegt hier überall aus. Nehmt euch gerne eine davon mit. Wir haben genug davon dabei. Und ja, vielen, vielen Dank. Michael, bevor wir gleich nochmal mit Juliane weitermachen, die wir alle schon heute Morgen kennenlernen durften, ich habe eine konkrete Frage noch an dich und zwar, gibt es Fälle, wo eure Software von einer öffentlichen Stelle übernommen worden ist? Na, ich glaube, eins der besten Beispiele ist eigentlich Ernesto, der vorhin schon da vorne was erzählt hat zur Politik bei uns. Politik bei uns ist eben, darum geht es darum, Ratsinformationssysteme, also langsam angefangen, Ratsinformationssysteme ist das, ist die Software, die eigentlich in allen Rathäusern irgendwie läuft, wo die ganzen Beschlussvorlagen für alle Gemeinden, für alle Kommunen durchlaufen. So, ich versuche das jetzt mal so gut wie möglich zu erklären. Es gibt dafür von Ernesto und der Community gemeinsam herausgearbeitet einen Datenstandard, der heißt Opal. Und der ist eben so konzipiert, dass mittlerweile die Hersteller von dieser Software auch alle diesen Datenstandard exportieren können. Heißt, im Umkehrschluss, Kommunen können wiederum sagen, lieber Softwarehersteller von uns, bitte sorgt mal dafür, dass wir unsere Daten als in Opal veröffentlichen können, weil dann können sie nämlich auf Politik bei uns veröffentlicht werden, dann sind sie auf einer Karte visualisiert, dann sieht man quasi welche, also um das mal zu verbildlichen, man sieht, welcher Straßenabschnitt gerade wo, wie bebaut wird und kann das auf der Karte angucken, kann sehen, wie lange das dauern soll und wie viel Geld dafür in die Hand genommen wurde und so weiter und so fort. Und genau, das ist also sozusagen eigentlich schon für alle möglich und das kommt aus der Community. Ziemlich cool. Gib mir ein Zeichen. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ich glaube, für eine hätten wir Zeit. Und es gibt auch genügend Mikrofone. Okay. Hier hatte ich eine gesehen. Jo, jetzt erzählt jetzt aus dem Digitalisierungsministerium Schleswig-Holstein. Wenn wir jetzt so einen Standard für ein bestimmtes Thema, exotisches Thema, wo es noch keinen Standard gibt, nämlich mal Denkmallisten, wenn wir da so einen Standard etablieren wollen, zumindest bundesweit, wie würden wir das angehen? Können wir das mit Code for Germany angehen, sowas? Ja, absolut. Das ist total wichtig. Also ich glaube, da ist es immer relevant. Also es gibt ja ganz häufig so Standardsetzungen, die dann hinter verschlossenen Türen irgendwie stattfindet, weil eine Firma sowieso schon irgendwo mal ein bisschen einen Standard etabliert hat und den dann jetzt irgendwie noch größer machen will. Dann setzen sie sich zusammen mit irgendwem vom Land und sprechen aber nicht mit Nutzern und Nutzerinnen. Und das ist halt eben eine der Sachen, die wir uns als Code for Germany auf die Fahnen schreiben würden, sagen würden, okay, ladet uns ein, wir schicken auf jeden Fall irgendjemanden dahin, der sich damit auskennt, weil das bin im Zweifel dann nicht ich, sondern das sind halt die Menschen aus der Community, die wirklich damit arbeiten und das können wir dann halt machen. Wir können dann sagen, okay, hier wird sich jemand mit euch unterhalten, wird gemeinsam überlegen, wie man das ausgestalten kann, damit das funktioniert. Ist bei dem Thema Mobilität, da wird Stefan bestimmt nochmal irgendwo was zu sagen, enorm wichtig. Also ne, Mobilitätsdatenstandards, das ist A und O. Danke dir.